So, meine Lieben, heute sind die Welpen 2 Wochen alt und das heißt, es steht die erste Wurmkur an. Und zwar, weil die ja noch sehr klein sind und keine Zähne haben, mache ich das mit einer Paste. Und ich habe jetzt gerade schon alle Welpen gewogen. Und weil tatsächlich einige ja schon die 900 Gramm bzw. das Kilo geknackt haben, habe ich mir jetzt auch schon mal fein säuberlich nämlich aufgeschrieben, wer nur einen Strich und wer schon 2 Striche kriegen muss. Und ja, jetzt kümmern wir uns mal darum, dass das eklig schmeckende Zeug in die kleinen Tierchen reinkommt, die mich danach sicherlich hassen werden. So, und jetzt auch ein Hallo aus Tauriels Wurfbox bzw. vor Tauriels Wurfbox. Tauriel könnt ihr gerade nicht sehen, sie liegt aber hier. Und ist gerade auch am Säugen. Ich habe mich jetzt hier vor Tauriels Wurfbox gesetzt, weil die doch ein bisschen klein ist und ich glaube, da würde das Handy auch nicht so gut aufgestellt überleben. Wenn da Gewusel entsteht. Ja, auch hier nochmal zur Erklärung. Das ist dieser Applikator für die Wurmpaste. Das ist Panacur. Das wirkt auch gegen die gefürchteten Giardien. Allerdings in der Dosierung, in der ich das den Welpen verabreiche, ist es nur eine ganz normale Wurmkur. Und ja, ich mache das immer sehr gerne, wenn die Mutter gerade säugt. Dann, das ist zwar nicht so fein, muss ich die Welpen teilweise halt schon mal von der Zitze wegziehen, aber dann sind die halt auch wirklich ja, ganz, ganz wuselig. Das heißt, ich habe zwar ein bisschen Probleme, dann das Zeug reinzukriegen unter Umständen, aber die schlucken dann auch recht schnell, habe ich die Erfahrung gemacht. Wobei immer ein bisschen hochgekaut wird, da kommt dann ein bisschen wieder raus, aber Großteil bleibt drin. Und hinterher können sie direkt wieder sich an der Zitze ja, festsaugen und den fiesen Geschmack rauskriegen. So, jetzt muss ich es wieder einstellen, damit auch die richtige Dosierung in den Hund kommt, wobei man es nicht so schnell überdosieren kann. Ja, einige sind auch schon hier bei der höheren Dosis, weil sie über 900 Gramm bzw. 1 Kilo gekommen sind. Ja, ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz fies. Und das sieht auch jetzt ein bisschen brutal aus, aber ich muss denen ein bisschen die Schnute zuhalten. Weil sonst schlucken die nicht und kauen wirklich komplett alles wieder hoch. So, hast du schon super gemacht hier. So, fein, prima. Und ja. Oh Gott, jetzt habe ich da festgetackert. Mäuschen. Unsere kleine renitente Lou. Also, sie war gestern beim Fotoshooting wirklich sehr stur. Und wenn sie was nicht wollte, dann wollte sie nicht so wirklich. Oh, hier haben wir jetzt nämlich sehr schön gesehen. Sie hat sich sofort an meinem Finger festgesaugt. So, jetzt gab es eine kleine Unterbrechung, weil es hat jetzt geklingelt und tatsächlich standen, man glaubt, es kamen die Zeugen Jehovas vor der Tür. Und deswegen war hier gerade ein bisschen Aufruhr. Wir beruhigen uns jetzt aber alle wieder. Hallo Möffchen. Und jetzt muss ich mir nur den richtigen Hund schnappen. Nein, du bist es nicht. Der nächste, der Finn, bekommt auch schon 2 Striche. Ich muss ihn nur gerade finden. Und er ist natürlich genau da, wo er gut liegt, nämlich ganz weit weg von mir. Hoppala! So, jetzt lichten wir mal das Chaos wieder. Das kann halt auch passieren, junger Mann. Auch du musst es reinkriegen. Ja, machst du fein. Na, siehst du. Und jetzt gehst du direkt wieder zur Mama. So, tag ich mir das auch direkt ab. Sonst vergesse ich es gleich wieder, wo ich war. Musste nämlich gerade auch überlegen. So. Wer ist der Nächste? Der Leo. Der hat auch schon 2. Der ist auch so ein kleiner Klops geworden, kriegt aber gerade den Popo gesäubert.
Vielleicht nutze ich die Gelegenheit. Oder bist du jetzt fertig oder bist du nicht fertig, Tauriel? Gut, danke. Oh, ja, jetzt wird es ein bisschen chaotisch. Jetzt wird es ein bisschen chaotisch. Ja, hallo Leo. Ist eklig, ich weiß. Ja, ist ganz schrecklich. So. Ja. Also wundert euch auch nicht, ich bin hier ein bisschen voll mit dem Zeug. Das ist so, sind so die Reste, die hochgekaut werden einfach. Ja, Tauriel, du stehst jetzt gerade etwas suboptimal. Gehst du mal weiter, Maus? Geh mal weiter. Vor oder zurück? Ja. Das schneiden wir. Nein, lassen wir drin, wir sind live. So, jetzt kommt der kleine Luke. Wenn mich Tauriel mal gucken lässt, wo er denn ist. Mäuschen, du sprengst dir wirklich gerade jetzt den ganzen Rahmen. So. Ah. Ja, hallo Luke. Ja. Oh, ja. Jetzt hat das geschmeckt. Was scheiße, ich weiß. So, so darfst direkt wieder zu deinen Leuten. So. So, der erste Applikator ist jetzt auch schon leer. So. Na? Jetzt brauchen wir den zweiten. Also die Mutterhündinnen werden natürlich auch mit entwurmt. Aber Tauriel, gehst du mal vielleicht weiter? Guck mal, Tauriel, geh mal da weiter. Super, danke. Da kannst du mal gerade... Ja, du kannst jetzt gleich wieder rein. Also nicht, dass ihr denkt, ich sperre jetzt hier die Mama von den Welpen dauerhaft weg, aber das ist mal gerade ein bisschen einfacher. So. Wie gesagt, dieses Rad hier ist auch sehr schön immer fest. Wie gesagt, die Mutterhündinnen werden auch entwurmt, aber die kriegen dasselbe Zeug, aber in Tablettenform. Das ist einfacher. So. Jetzt kommt die Josie und die braucht auch definitiv zwei Striche schon. Unser weibliches Klöpschen. Und hier nutze ich mal gerade den Moment und zeige euch auch schon mal. Ich hoffe, man kann das sehen, dass sie schon die Klüsen ein bisschen auf hat. So, zeig mal deine schönen Äuglein. Oh, jetzt kann man das gar nicht sehen. Doch, da sieht man doch die Äuglein. Hat man doch gerade gesehen. Also bei Queenie gehen gerade die Schlitze so leicht auf. Hier haben wir tatsächlich richtig, richtig, da sieht man doch Äuglein. Also sie guckt wirklich schon richtig offen aus der Wäsche. Und ja, dann sind da so Welpen wie Luke und Kiva, die sagen sich, nö, Welt ist scheiße, ich will noch nicht gucken. Und die haben also wirklich noch nicht mal Schlitze. Also dauert noch ein bisschen und sind ganz, ganz unterschiedlich. So, Josie haben wir auch. Jetzt kommt unser Red Merle Rüde, den ich gerade suchen muss. Der aller Voraussicht nach ein Juno wird. Das finde ich total süß. Josie und Juno, das passt ja sowas von. Die zwei. Und der ist auch ein ganz süßer, muss ich hier sagen, der kleine Mann. Ja. So. Jetzt kommt die kleine Kiva. Oh, da könnt ihr mal zum Vergleich sehen. Also da ist noch gar nichts auf. Also noch nicht mal ein Schlitzchen. Und die Kleine hat... Die ist auch schon geschafft. Die war heute mal auf Ausflug auf meinem Arm in der Küche, um die anderen Hunde vom Rudel mal kennenzulernen. Oh, ja, ich weiß, Wurmkur, scheiße Mädchen, aber es muss rein. Ja, schlucken. Gut gemacht. So, und jetzt suchen wir noch unseren letzten, der sich natürlich auch wieder weit hinten versteckt hat. Unser Red Tri-Rüde, unser Klöpschen in männlicher Form, der auch schon zwei bekommt. Und
Ja. So. Und ja, damit wären wir für heute dann quasi durch. Und dasselbe Spiel machen wir jetzt 3 Tage hintereinander. Also es gibt auch Wurmkuren, Wurmmittel, die man nur einmal gibt. Aber dieses hier, das gibt man 3 Tage hintereinander. Und ja, morgen werden sie mich dann auch wieder hassen.